Also die Siedler, das sind für mich viele kleine Männchen und manchmal auch Frauen, die in einer wunderbaren Welt herumlaufen und mir dabei helfen, dort eine Siedlung und ein Reich aufzubauen und sie am Ende zu beherrschen. Man startet ein einzelnes Ereignis und in der Folge davon passiert eine ganze Kaskade von Dingen. Wie man gibt einen Bauauftrag, das Haus wird gebaut, danach geht jemand dort arbeiten und geht vielen weiteren Dingen nach. Das ist halt wirklich die kleinen Männchen durch die Gegend laufen und agieren und dieses Warenwirtschaftssystem, was dahinter hängt, das ist für mich der Kern immer noch. Es ist ein riesiger Sandkasten. Alles hängt miteinander zusammen. Man kann mehr oder weniger endlos das Ganze optimieren und weiter verbessern. Was sich daraus jetzt entwickelt hat, ist wirklich fantastisch. Ist ja eine der größten Marken überhaupt im Games-Bereich aus Deutschland. Die Siedler, fantastisch. 20 Jahre die Siedler. Das bedeutet 20 Jahre aufbauen, wirtschaften und heiteres Wuseln. Als eine der erfolgreichsten Spielereien Deutschlands konnten sich die fleißigen kleinen Männchen seit dem ersten Teil, der am 30. Juni 1993 für den Amiga und ein Jahr später für den PC erschien, weltweit etablieren und zahlreiche nicht minder erfolgreiche Nachfolger nach sich ziehen. Dabei hat damals alles ganz klein angefangen. Wir haben ein paar der Urgesteine hinter der Siedlerreihe besucht und schwelgten zusammen mit ihnen in Erinnerungen, wie für sie damals alles begann, was sie mit den früheren Siedlern verbindet und wie sie selbst dazu kamen, an den Spielen mitzuarbeiten. Also ursprünglich ist es so, ich wurde schon von einigen anderen Spielen auch inspiriert, wie beispielsweise Little Computer People oder Populous oder auch SimCity. Aber die Kombination, die dann in Siedler dabei zusammenkam, ist natürlich schon einzigartig. Ursprünglich kam ich mit zwei Konzepten zu Thomas Herzler, dem damaligen Chef von Blue Byte. Und ich habe von dem einen sogar einen Prototyp dabei gehabt, aber als ich ihm dann von dem Ansatz zu Die Siedler erzählte, da war er Feuer und Flamme und sagte, das sollten wir tun. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe losgelegt. Ja, Die Siedler war ein Ein-Mann-Projekt, mehr oder weniger. Ja, das erste Jahr habe ich komplett alleine gearbeitet. Im zweiten Jahr kam dann Christoph Werner dazu, der die großartigen Grafiken für das Spiel erstellt hat. Und erst in den letzten Monaten kamen noch einige Freunde von mir dazu, rund 10. Und mein Wohnzimmer wurde zur Testabteilung umgebaut. Ich war schon relativ lange bei Blue Byte. Ich war noch mit der ersten Angestellten. Ich glaube, 89 sind wir zu Blue Byte gekommen und haben da alle Projekte bei Blue Byte mitgemacht. Und wie es halt damals so war, da war man nicht irgendwie ständig Programmierer an dem und dem Spiel. Sondern es wurde irgendwie, es war zu Siedler 1 Masterzeiten, da musste halt jemand testen. Und ich war übergeblieben und durfte halt Siedler 1 testen und da hat es mich einfach gefesselt. Der erste Kontakt war tatsächlich als Spieler. Also ich meine, es war damals auf dem Amiga gewesen, wo ich damals angefangen habe, Siedler 1 zu spielen. Damals so mit Kartengeneratoren, ich glaube mit diesem Splitscreen-Modus und so. Und war total begeistert letztendlich über das Spiel und hat super Spaß gemacht und habe ich auch gerne gespielt. Also es war wirklich noch so als Gamer, da war ich noch gar nicht in der Branche drin. Ist natürlich völlig anders als heutzutage gewesen. Da ich alleine an dem Projekt größtenteils gearbeitet habe, brauchte ich mit niemandem anderen mich absprechen. Das eigentliche Programm sind ungefähr 70.000 Zeilen Assembler-Code in einer einzigen Datei ohne Kommentare. Das ist natürlich heute undenkbar. Ich hatte Siedler 1 ein bisschen das Mastering begleitet, ein bisschen QA mitgemacht, habe nach Siedler 1, nachdem es durch war, eigentlich auf einem simplen Zettel ein paar Ideen geschrieben, habe die damals mit Thomas Herzler, dem Geschäftsführer von Blue Byte, durchdiskutiert und das war quasi das Go. Da gab es nicht irgendwie große Kick-Off-Meetings oder große Gremien, die erst noch entschieden haben, sondern es ging straightforward. So ein bisschen wahrscheinlich, wie es heute in der Indie-Szene ist, also könnte ich mir vorstellen. Mein erstes Siedler war Siedler 2. Das habe ich damals geschenkt bekommen, weil ich jemanden bei Blue Byte kannte. Der hat mir das dann geschenkt, als das ganz frisch rauskam im Jahre 1997. Das ist schon ewig her. Das habe ich dann sehr intensiv gespielt, fand ich auch echt klasse, es war ein fantastisches Spiel. Ich bin ja 2007, also 10 Jahre später, bei Blue Byte eingestiegen. Ich war da schon eine ganze Weile in der Games-Branche für Anno 1404, war dann Producer von Anno 1404. Und irgendwann, kurz bevor Anno 1404 fertig war, bekam ich dann den Auftrag, ein Browser-Game zu entwickeln, Die Siedler Online.
Und das war dann auch mein Erstkontakt, dass ich wirklich selber an dieser Marke gearbeitet habe. Also ich bin 2001 dazu gekommen. Da hatte Ubisoft gerade Blue Byte gekauft. Und ich bin dann als Produzent für Siedler von Düsseldorf, wo Ubisoft damals auch schon war, nach Mülheim, wo Blue Byte damals noch war, gewechselt. Und habe dann ab der Zeit daran mitgearbeitet. In den nächsten 20 Jahren haben sich natürlich nicht nur die technischen Möglichkeiten erweitert, auch die Teams hinter den Siedlerspielen wurden zunehmend größer. Das hat sich natürlich auch in der Optik der folgenden Spiele gezeigt. Über die Jahre wurde alles größer, schöner und detailreicher. Wie haben die Entwickler von damals den technischen Fortschritt der Reihe wahrgenommen, bis zu dem, was sie heute ist? Die Spielidee war auf jeden Fall wichtiger, aber ich glaube, das ist auch heute wieder der Fall. Es gab nur einige wenige Jahre dazwischen, wo man mit guter Grafik mal ein schlechtes Spielkonzept, schlechtes Spieldesign kaschieren konnte, aber die Zeiten sind vorbei. Die Spielidee ist immer das, was am Ende das Spiel trägt. Am Anfang Grafik super, aber am Ende, ich spiele sogar heute noch alte Spiele, die aus Sicht von Leuten, die heute mit Computerspielen anfangen, grauselig aussehen. Aber nach einer halben Stunde habe ich das vergessen und ich mag das Spiel dann einfach. Ja, die Grafik für damalige Verhältnisse war die toll. Also dieses sehr detaillierte, wie die Landschaft war, die Bäume, die gewackelt haben, die Figürchen, die rumgelaufen sind, also kann man mit heute gar nicht vergleichen. Also heute ist schon oft dieser Content-Wahnsinn, wie ich das nenne, wo alles fotorealistisch sein muss. Da ist auch damals unheimlich viel Wert drauf gelegt worden. Da hat sich auch Siedler ausgezeichnet. Das ist dieses Wuselige, was letztendlich heute noch so ein Begriff dafür ist. Das ist sehr der Grafik geschuldet. Teil 1 habe ich selber erst viel später gespielt, um es mal kennenzulernen. Ich bin ja erst mit Teil 2 angefangen. Aber ich würde schon sagen, Teil 1 und Teil 2, die waren schon sehr, sehr ähnlich. Teil 1 war natürlich quasi der revolutionäre Schritt und Teil 2 hat eigentlich Teil 1 dann weiter verbessert und ein bisschen runder gemacht, sag ich mal. Also die Grafik musste passen, musste cute sein, also gerade bei Siedler diese Animationen und die ganzen Waren, die durch die Gegend getragen wurden. Aber das kam dann danach. Also das war nicht irgendwie, dass man zuerst die Grafik gemacht hat und gesagt, guck mal hier, wir können jetzt ganz toll, was weiß ich, Fader gab es alles noch nicht oder ganz viele Pixel durch die Gegend schubsen, sondern das war alles im Nachgelager. Das war mehr Mittel zum Zweck damals. Teil 3 war dann ja wirklich ein richtiger Cut. Also von Teil 2 zu Teil 3 kam das indirekte Kämpfen wurde durch ein direktes Kämpfen ersetzt. Das kam also wirklich ein RTS-Teil dazu. Und das war schon eine richtige Entwicklung, die sich dann ja mit Teil 4 wieder fortgesetzt hat. Also Teil 3 und Teil 4 sind ja auch wieder sehr, sehr ähnlich. Wir haben dann das irgendwann mal so als die zweite Generation der Siedlerspiele bezeichnet. Die ersten zwei Siedler, das war für mich wirklich so Wegebau, Fahnen setzen, Wege optimieren, Warentransport. Und schon mit dem Siedler 3 fand ich halt so da ging es mehr so ein bisschen um Echtzeitstrategie. Ne? Du konntest Sachen direkt kontrollieren, der Kampf war ganz anders. Da hat sich für mich schon eine Menge geändert. Also deswegen sind wir auch mit der nächsten Generation wieder den Schritt zurückgegangen, genau zu diesen Spielmechaniken, weil das eigentlich für uns der Kern der Siedler-Serie ist. Dieser Aufbau, der Warentransport, jede Ware, jedes Schwein wird einzeln gefüttert und geschlachtet und der Schinken wird dann wieder verfüttert an die Soldaten und ich weiß nicht genau, jetzt kriegst du mich so. Das ist der Kern. Also für Siedler 3 haben wir wieder versucht, was ganz Neues zu erschaffen und nicht nur einen Aufguss mit besserer Grafik zu machen. Wir haben das Wegenetz, wo das ursprüngliche ersetzt, durch ein komplett automatisch entstehendes System. Das Kampfsystem wurde komplett überarbeitet, modernisiert. Und dann haben wir auch noch Multiplayer erheblich aufgewertet. Der Server für Siedler 3 läuft nach meinem Wissen sogar bis heute. Das ist wahrscheinlich in der Branche fast einzigartig. Sind immerhin 15 Jahre. Und danach ist es natürlich schon deutlich gewachsen. Aber wie gesagt, insbesondere um halt mehr zu erzeugen und um Grafik noch schöner aussehen zu lassen. Ein Haus in Siedler 4 war einfach viel schneller gemacht als ein Haus in Siedler 7. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt mit 5? Und wir haben gesagt, okay, wir wollen diesen Weg in Richtung RTS noch ein bisschen konsequenter weitergehen und haben einiges von dem Aufbauteil etwas reduziert und sind etwas mehr auf den RTS-Teil gegangen. Das war so Teil 5, würde ich sagen. In Teil 6 ging es dann darum, diesen mittelalterlichen Städtebau, wirklich eine Stadt zu errichten, in den Fokus zu rücken. Das ist ein Beispiel, dieses zentrale Lager, das wir da eingeführt haben, wo also wirklich alles sich um diesen Marktplatz und um dieses zentrale Lager entwickelt hat. Und da gab es auch Bedürfnisse. Wir haben zum ersten Mal Bedürfnisse eingeführt. Und beide Spiele haben gut funktioniert, aber sie haben für uns nicht so wir waren nicht ganz zufrieden mit dem, wie sich die Marke da entwickelt hat. Und da finde ich eigentlich, ist für mich Teil 7 das persönliche Highlight gewesen. In Teil 7 haben wir einiges wieder zurückgeführt. Wir sind also wieder auf einen deutlich indirekteren Kampf gegangen
Und wir haben in Teil 7 dann Siegpunkte eingeführt, haben die ganze Welt auch von der Optik, würde ich sagen, fast so von der Farbigkeit fast ein bisschen wieder an die älteren Teile herangeführt. Und für mich persönlich ist Teil 7 der beste Siedlerteil. Also ich spiele das heute noch. Ich habe das, als es fertig war, obwohl ich dafür verantwortlich war und wirklich auch hart und viel Zeit investiert habe, habe ich das, nachdem das fertig war, zu Hause abends in meiner Freizeit nochmal komplett durchgespielt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und für mich ist Teil 7 wirklich der Beste. Doch nicht nur die 7 großen Haupttitel sind von großem Erfolg gekrönt. Mit Die Siedler Online entwickelte Blue Byte 2010 ein bis heute mehrfach preisgekröntes Free-to-Play-Browser-Game, das mittlerweile rund um den Globus eine stetig wachsende Community hat. Wie stehen die Entwickler der damaligen Box-Titel zu der Entwicklung des Free-to-Play-Konzepts? Ich finde das absolut richtig. Ich denke, der Boxmarkt führt am Ende in eine Sackgasse und gerade das Spiel ist auch für Multiplayer sehr gut geeignet. Es gibt da noch viel Potenzial. Also in der Phase, als doch klar wurde, dass dieser Trend in Richtung Online-Spiele und Free-to-Play eben nicht aufzuhalten war und dass die Spiele auch wirklich plötzlich richtig Spiele wurden und nicht mehr nur so interaktive Webseiten, wie das so ganz am Anfang war, da haben wir gesagt, eigentlich eignet sich sowas wie Siedler ja für diese neue Plattform auch. Siedler Online ist das erfolgreichste Free-to-Play-Spiel, was Ubisoft im Moment hat. Das war auch der große Durchbruch für Ubisoft im Bereich Free-to-Play-Gaming. Und da haben wir natürlich sehr viel gelernt seit damals. Wir haben in einem kleinen Räumchen mit 2, 3, 4 Leuten angefangen und dann ist das immer größer geworden. Jetzt arbeitet ein echt richtig großes Team daran. Es hat eigentlich alles verändert innerhalb von Ubisoft insgesamt. Und sie haben eben diesen Spirit, dass viel sich bewegt, die Bäume wachsen, diese nette Grafik, das haben sie auch gut rübergebracht, rübertransportiert und haben, glaube ich, auch diesen Aufbauaspekt natürlich, den es mit sich bringt, auch sehr gut in ein Online-Spiel transportiert. Auch so, dass man das wirklich über Monate und Jahre spielen kann und immer was zu tun hat. Und zwar ganz wichtig von Anfang an, dass wir da keine sogenannten Payment Walls einbauen, also das soll kein Pay-to-Win sein, sondern wirklich Free-to-Play. Und das, ich denke, da haben wir eine ganz gute Balance hinbekommen. Und dieser Versuch hat einfach geklappt. Ja, auch für den Spieler, denke ich, ist es fair. Also Spieler können Spiele probieren, können spielen, wenn sie Spaß haben, können sie großteils, so machen wir es zumindest auch ohne, dass sie bezahlen müssen, Spaß haben. Wenn sie ein bisschen Geld ausgeben, haben sie ein paar Vorteile, aber wir wollen ja auch leben. Als es dann losging, sind wir wirklich überrascht worden von dem wahnsinnigen Ansturm, der da stattgefunden hat. Und ich glaube, wir haben da auch den richtigen Moment gehabt, um mit diesem Spiel in den Markt zu landen, weil das, glaube ich, schon zu der Zeit einen neuen Standard gesetzt hat. Wer hätte damals gedacht, dass sich aus dem Ehrgeiz und der Idee eines einzelnen Mannes eine der erfolgreichsten Spielereien Deutschlands entwickeln sollte? Die letzten 20 Jahre haben uns gezeigt, dass Die Siedler eine zeitlose Reihe ist, die mit immer neuen Ideen Maßstäbe gesetzt hat. Alte wie neue Fans kommen stets auf ihre Kosten und mit Die Siedler Online ist der Sprung in die nächste Generation, die der Free-to-Play-Online-Spiele wirklich mehr als gelungen und ein Ende ist nicht abzusehen. Die nächsten 20 Jahre werden für Die Siedler sicherlich kein Problem sein und wir alle können gespannt sein, was uns im Laufe der Zeit noch alles erwartet. Doch eins ist gewiss, egal was kommt, es wird auf jeden Fall wuselig bleiben.